Jetzt kommen wir zu einer jungen Frau. Zu einer jungen Frau, die viele vielleicht noch aus dem Duo Sam and Annie kennen. Nein. Seit 2013 ist sie aber Moderatorin bei Super RTL und moderiert dort die Kinderwissenssendung Wow, die Entdeckerzone. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Vanessa Maisinger. Herzlich willkommen. Schon alles bereit, ne? Ja. Wie war noch mal der größte Hit von Sam and Annie? Last Man Standing. Ah, okay. Haben wir sogar bei Schlag den Rab auch mal. Nein. Ja, ist auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm. Nee, so. Das ist gar nicht so schlimm, weil glücklicherweise ist aus dir was Anständiges geworden. Oh, ja? Ich mache jetzt auch was anderes, genau. Und genau. Man kann quasi bei meiner Sendung auch ein bisschen was dazu lernen. Und ob groß, ob kleine, ist egal. Also jetzt machen wir es mal ein bisschen für die Älteren. Okay, ich ziehe mir mal einen Kittel an. Du willst auch einen brauchst, aber den brauchst du nicht. Ich ziehe aber auch lieber einen an. Ja, lieber einen an. Ich glaube, das ist man weiß ja nie, das, was das sieht so aus wie ein Damenkittel hier. Ich glaube, der große ist für mich. Weil es sieht einfach, im Fernsehen sieht es einfach wissenschaftlicher aus, weißt du? Man schaltet rein und denkt, ach, guck mal, Doktorat. So geht's, ja. Mit einer Brille ist auch noch mal ein bisschen besser. Was macht er denn da wieder für Experimente? So. So. Okay. Willst du eine Brille auch aufziehen? Brille ziehe ich auch auf. Sieht immer gut aus. Die Leute denken, gleich passiert was Schlimmes. Okay. Oder irgendwie Feuer oder sonst irgendwas. Dann mehr Dramatik. Brauche ich auch eine oder geht's auch ohne? Sollen wir noch Gasmasken anziehen? Nee, so schlimm wird's ja nicht. Da schimpfen, glaube ich, die Eltern dann, wenn wir sowas hier zeigen. So. Gut, dann können wir eigentlich schon direkt starten, weil das erste Experiment auch noch so ein bisschen Zeit braucht. Und das ist quasi ein Rührei to go. Okay. Schon mal gehört? Nein. Okay, perfekt. Ei kann ich kochen. Ei kennst du und Ei kannst du kochen, okay. Ja. Und genau, also wir machen jetzt Rührei to go, ein Rührei im Ei sozusagen. Und wir starten auch gleich, wir brauchen ein dafür... Ein Rührei im Ei? Ja, ein Rührei im Ei. Also die Schale wird nicht kaputt gemacht. Ach, ja. Jetzt wird's spannend, da bin ich auch gespannt. Okay, ich hoffe, das funktioniert auch. Okay, wir starten ich direkt. Auch. Wir brauchen ein Shirt, Langarm auf jeden Fall, weil wir jetzt gleich die Ärmel davon abschneiden werden, beziehungsweise du darfst es machen, du darfst den Ärmel abschneiden. Verstehe. Dann, das ist schon mal kostspielige Sache. Ne? Wir brauchen also ein langarmiges Shirt. Nee, ich weiß nicht, was steht da was drauf? Nein, ne? Okay, dann brauchen wir ein rohes Ei. So, ein rohes Ei brauchen wir. Das darfst du jetzt gerne in den Schlauch reinlegen. Hier, in das Ding rein? Genau, ist unser Schlauch jetzt. Ja, so. So, dann brauchen wir einen Bindfaden, den haben wir hier schon. Ja. Dann schneiden wir davon jetzt einfach mal zwei Stücke ab. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich hätte noch keine Ahnung, wie es funktioniert. Es ist sensationell. Ja. So, einmal hier das Ei quasi so reinbinden. An beiden Seiten? Oder so, ja, bei beiden Seiten, genau. Ja. Wann kommt denn die Sendung immer? Die läuft jetzt wieder ab 11.06. auf jeden Fall die neue Staffel, Montag bis Freitag um 18.45 Uhr. Ja. Und da gibt es wieder ganz, ganz viele tolle Experimente. Okay, so, da ist das andere jetzt auf der anderen Seite. Jetzt auch noch hart fest reinbinden oder wie? Was ist das wichtig? Ja, das ist so nicht so wichtig, ist einfach nur, dass es zu ist und nicht rausfällt, weil sonst haben wir ja eine Sauerei. Ah, okay. Genau, ach, das ist aber auch nicht schlecht, sowas. Ist immer gut, wenn was daneben geht. Ja, finde ich auch. So. Oh. So. So, genau, jetzt hier noch zumachen. Feste zubinden. Dann schneiden wir es mal schnell. Mach mal einen richtigen Knoten, ne? Ja, okay. Der auch hält. So, und bitte. Okay, jetzt schneiden wir das hier ab. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe immer noch keinen Schimmer, wie es passieren soll. Echt? Also die Schale darf ja nicht kaputt gehen. Nee, ne? die geht auch nicht kaputt, weil wir kochen es ja auch gleich noch. Hier kocht das Wasser übrigens auch schon. Das heißt, aha, aber. So, jetzt nehmen wir das quasi hier an den Enden und schleudern das in eine Richtung, dass es aufgezwirbelt wird. Und dann wird hier quasi Energie gespeichert, die wir dann wieder freilassen, durchs Auseinanderziehen. Dadurch wird das Ei durchgeschleudert, innen drin. Aber es geht nicht kaputt. Gucken, so. Ja. Okay. Und dann... Also eigentlich, wenn es ein bisschen länger ist, geht es natürlich perfekt. Soll aber ich helfen? Du kannst es gerne machen, wenn du möchtest. Das geht es muss ungefähr 10-mal... So? Genau, bis es nicht mehr geht. Einmal in eine Richtung und dann wieder auseinander. Genau, und so fest du kannst. 10-mal am besten, ich habe nicht mitgezählt. Vielleicht der Ärmel ist vielleicht zu kurz. Ja, ich glaube auch, aber wir probieren es einfach mal so, bis du denkst, okay, jetzt könnte es liegt nicht, sein. Es liegt immer noch ein bisschen krumm drin hier, glaube ich. Okay. Vielleicht, du kannst mal weitermachen, ein bisschen schleudern. Währenddessen bereite ich das nächste. Ist kaputt gegangen.
Nein! Oh nein. Ist kaputt Stefan, gegangen. Du warst einfach zu stark. Ich würde aber gerne sehen, wie es funktioniert. Wir haben ja noch einen Ärmel. Mach Gott sei Dank hat ein T-Shirt zwei du weißt, Ärmel. Wie es funktioniert, deswegen mach mal gleich hier und ich bereite das nächste Du bereitest schon das nächste Experiment vor. Okay, dann mache ich das jetzt, das Experiment. Ich will sehen, wie das funktioniert. Das will ich sehen, das will ich sehen. Das glaube ich nämlich noch nicht ganz. So was könnte vielleicht faszinieren. Hat es schon mal geklappt? Sagen wir mal so. Okay. Es geht wirklich, es geht wirklich. So, ich bereite schon mal das nächste vor. Ja. Legen wir das mal hier weg und das rohe Ei, falls jemand eins möchte. Haben wir auf jeden Fall eins über. So, dann genau brauchen wir. Lustig ist immer, wenn man rohe Eier einfach so zum Fangen ins Publikum wirft. Aber hopp, hopp, hopp! Hat er sie gefangen? Haben sie gefangen? Ist kaputt gegangen! Ah. Aber Stefan, aber die Mädels gleich. Ja. Oh Gott! Vielleicht war die Flugkurve nicht steil genug. Nochmal. Stefan. Sie müssen, wenn Sie es in der Hand haben, müssen Sie mit der Hand direkt mit runtergehen. Oh ja? Achtung, okay. Die armen Mädels! Und ganz! Yeah. Das ist mein Experiment. Hero. Okay. Hast du? So. Ja, okay, wir machen einfach weiter. Währenddessen mussten wir einfach zuhören. Wir zahlen die Reinigung. Ja? Wo ist es denn? Die Hose oder das Hemd oder beides? Alles. Alles versaut. Jetzt riecht er bestimmt ganz schön. Aber Sie können gerne von mir das T-Shirt haben, wenn Sie möchten. Das kriegt auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal. Das ist doch mal was. So. Genau. Ich schleudere das Ei jetzt mal weiter. Und ob das alles funktioniert, meine Damen und Herren, das erfahren Sie nach der Werbung. Also, bis gleich. Ja, gut. So, da sind wir wieder. Zurück mit Vanessa Meisinger. So, also. Wow, die Wissensshow, ne? Entdeckerzone. Die Entdeckerzone, ja. Genau. So oder so. So, das Ei ist gerade noch am Kochen. Das Ei ist am Kochen? Genau, also da steht so weit alles. So, wir machen ein anderes Experiment. Genau, wir machen jetzt eine ganz tolle Lavalampe. Eine Lavalampe? Ja. Oh, das ist toll. Lavalampen sind immer. Genau, stromsparend auch. Ja. So, und zwar, du darfst jetzt erstmal ein Viertelliter Wasser, also ungefähr. So viel Wasser mach hier rein ja? schütten, genau. Ein Viertel Liter Wasser, so. Oh, das geht aber viel daneben. Ich wollte gerade sagen, kannst du auch einen Trichter dazu nehmen, Stefan. Ja, einen Trichter brauche ich nicht. Hier? Nee. Sicher? So ist gut? Stopp, sag stopp. Ja, stopp, obwohl noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp! Stopp. Okay. Okay. Und jetzt? Dann normales Pflanzenöl, genau. Öl, wie viel Öl? Bitte? Wie viel Öl? Bis oben hin voll. Dann nehme ich lieber einen Trichter. Okay. So. Sehr gut. Genau, bis oben hin voll. Und dann brauchen wir noch. Ah, Mist, halt, ich habe was vergessen. Was denn? Oh, das ist natürlich schlecht. Oh. Was hast du vergessen? Lebensmittelfarbe. Wir müssen das Wasser einfärben. Kann man das nicht nachher machen? Weil du so schnell bist. Kann man das nicht nachher machen? Nee, eigentlich nicht. Wir machen es nochmal neu. So, jetzt wird es aber spannend. Wie kriege ich das hier? Warte, wir schütten jetzt, wir haben doch hier auch so Schalen. Schalen, da schütten wir das in die Schale. Genau, wir schütten das jetzt in die Schale nochmal zurück. Sehr gut. So, und dann machen wir es nochmal von vorne. Wir haben ja genug Wasser, ne? Ja, wir haben ja genug Wasser. Weil du so sparsam umgegangen bist mit dem Wasser hier. Jetzt färben wir erstmal. Sieht aber auch aus wie ein lecker Süppchen hier. Muss man schon mal sagen. Yummy. So, okay, jetzt erstmal das Wasser färben mit Lebensmittelfarbe. Was ist Lebensmittelfarbe? Genau. Also schütt nochmal Wasser rein hier. Also das gleiche von vorne. Okay. Aber bitte nicht zu viel. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Genau. So. Das ist immer super, wenn was bei Experimenten daneben geht. Das finde ich ja, total aber super. Das muss auch so sein. Reicht? Mal, ne? Nee, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, okay. Warte, na, ja, ist wurscht, passt, ja, okay. So. Gut, dann brauchen wir die Lebensmittelfarbe. Ja, wo ist sie, das? Nee. Nein. Das. Das ist Lebensmittelfarbe. Ich hab leider keine Farbe. Okay, sieht aus wie Nasentropfen. Okay. Wir müssen jetzt grün nehmen. Wir ist müssen okay, grün oder? Nehmen, okay, rein damit. Ja? Hast du die Lieblingsfarbe? Grün. Okay, perfekt. Ja. Wunderbar. So. So, und jetzt kommt unser Öl jetzt kommt ins Spiel. Das Öl dazu. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert, weil ein bisschen Öl war noch drin. Wo ist denn? Ach so, genau, den suchst du. Okay. So. Genau. Achtung, und Öl rein. Ja, Öl rein. Am besten so. Kannst du eigentlich voll machen? Funktioniert es? Schau. Oh. Nicht, dass es oben drüber dingst. Aha, so, genau. So, schon mal gut. Und es vermischt sich auf jeden Fall nicht, weil? Weil Wasser und Öl zwei unterschiedliche Substanzen sind. Genau. Und Wasser ist schwerer als Öl, deswegen schwimmt das Öl oben. Ja. Und ja, okay. Jetzt, natürlich. Ja. Und jetzt kommen unsere Brausetabletten ins Spiel. Da haben wir auch welche hier. Brausetabletten? Genau. Ah, okay. Da darfst du jetzt gerne, ich habe schon ein paar Stückchen vorbereitet, die haben mich zerkleinert, okay. Darfst du jetzt reinwerfen und Werf dann passiert rein. Ein toller Effekt. Ein toller Effekt? Nämlich
Nämlich? Nichts. Gleich? Doch. Doch, schau, es fängt an zu blubbern. Doch, guck mal, es fängt schon. Oh, guck mal, das sieht aber toll aus. Wir haben nämlich Zitronensäure und Natrium in unseren Brausetabletten. Wow. Und die reagieren, wenn sie quasi im Wasser unten ankommen. Wow. Und ziehen dann so bunte Blasen mit nach oben. Wow, wenn man da größere Stücke reinwirft. Das ist ein schönes Spielzeug. Noch mehr, wenn man da ganz viele Sachen reinwirft. So. Dann geht aber die Post ab hier, oder? Ja, Wahnsinn. Mein lieber Mann. Wie kriege ich jetzt die Lampe da rein, dass das leuchtet? Hey, das ist schon so. Du kannst gerne eine Lampe dahinter stellen und dich da vorstellen, dann leuchtet das auch nochmal so schön. Aber das ist ein super Effekt. Ja, toll, ne? Lass uns mal weitermachen. Guck mal, jetzt sieht es auch so ein bisschen aus wie so eine Algenpest. Langsam, guck mal, jetzt kommt es immer höher. Ja. Nicht, dass hier gleich was... Nee, das Ei, was ist mit dem Ei? Wir haben keine Zeit mehr. Nein, es muss eigentlich klingeln. Ist egal, hol das Ei raus. Ich schmeiß noch ein paar Brausetabletten rein. Bis das oben rauskommt. Dann holen wir das Ei jetzt hier raus. Ja. Wir müssen es jetzt aber... Schade, ich würde noch gerne so viele Experimente machen. Wir müssen es noch abschrecken. Einfach Brausetabletten rein. Das war eigentlich für was anderes gedacht, aber... Gleich kommt's, guck mal. Man kann nicht nur eine Lava-Lampe nachmachen, auch nicht, sondern, da oben rauskommt, sondern auch... jetzt schau mal hier, Ei so. Fertig. Gleich, pass auf. Das möchte nicht gehen. Ah, komm, der Rest auch noch rein. So, jetzt guck mal. Yeah. Achtung. So. Was ist los? Das ärgert dich. Ist jetzt irgendwie... Ich habe hier das Ei übrigens gerade in der Hand. Unser Ach, das Ei. Und, was ist geworden? Es ist kein Rührei. Es hat leider nicht funktioniert. Aber das muss auch mal sein. Achtung, jetzt gleich! Zum Glück haben wir eine Brille auf. Das ist wie so ein Vulkan, der nicht ausbricht, der immer nur so köchelt. Nein, so wie der Ätna. Wir haben keine Zeit mehr, oder wie? Wir haben keine Zeit mehr. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Schade. Ich hätte noch so viele coole Sachen gehabt. Da kommst du einfach wieder, das nächste Mal. Ja. Wann auch immer. Und so alles. Genau, also jeden Abend um 18 Uhr und? Montag bis Freitag um 18.45 Uhr ab 11.06. genau. Viel Erfolg damit. Ja, danke. Dankeschön, Stefan. Vanessa Malsinger, meine Damen und Herren.